Videokultur ist eigentlich versteht sich als VJ-Netzwerk, VJ-Plattform und so weiter. Ist eigentlich aus der ganzen aus einem losen Verbund von VJ-Crews entstanden und tut eigentlich verschiedene Projekte machen. Das eine ist eben die Visual Artist Meetings, wo man sich trifft, austauscht, auch ein bisschen neue Leute kann treffen. Andere Sachen sind, wir haben gemeinsam grössere Gigs gemacht, Lost in Nature oder das Taktung-Festival. Das sind alles so ein bisschen Projekte, die aus dem Videokulturbereich rauskommen, kombiniert mit anderen Gruppierungen und Leuten. Und ich habe die Visual Artist Meeting-Reihe gibt es, glaube ich, seit 2013. Letztes Jahr haben wir es nicht, gar nie geschafft. Und ich habe gesagt, ich darf Videokultur nicht mehr präsentieren. Jetzt ist aber jetzt ist es gleich bei mir hängen geblieben. Schlussendlich hat es eigentlich angefangen als Label, mehr mit dem Label-Gedanken, aber mittlerweile ist es einfach ein Netzwerk von VJs, wo verschiedene Projekte und zusammenarbeitet, Material austauscht und so weiter. Und eigentlich das ganze Videopong-Projekt, das ich nachher jetzt kurz zeige, ist eigentlich auch aus dem Videokultur-Umfeld entstanden. Eigentlich, wir haben an einer, ich weiß nicht mehr, wie es damals geheißen hat, einfach zusammenhocken und Bier trinken und ein paar Ideen spinnen, ist dann plötzlich die Idee gekommen, wie können VJs untereinander Clips austauschen einfach? Es hat keine Plattform gegeben, die das gescheit gelöst hat. Und zwar gescheit in dem Sinn, dass man eigentlich auch kann sagen, unter welcher Lizenz sich ein Clip veröffentlichen kann. Ja, ich habe dann angefangen zu hacken, mal schauen, kann ich das? Ein bisschen mit PHP und so weiter. Auf einem Linux-Server kann ich Clips quasi Uploads entgegennehmen, kann ich irgendwie Previews daraus machen, kann ich irgendetwas daraus machen. Und das hat dann geklappt und dann ist eigentlich das Projekt sehr schnell gewachsen. Es hat sehr schnell viele Leute und Clips drauf gehabt. Jetzt bin ich gerade schnell, muss ich schnell schauen, wie viele das aktuell sind. Ich habe nämlich den Überblick auch nicht mehr. Also, das sind 19'000 Clips drauf mit rund 1'700 User, die Clips aufgeladen haben und aber im Gesamten hat es jetzt 5'000 User auf dieser Plattform. Das sind so ein bisschen noch die Charts über, also da hat es angefangen, Anfang 2008 und dann ist es recht schön abgegangen. Das gleiche auch mit den Downloadzahlen, es hat immer wieder ein bisschen geschwankt. Also am Anfang haben wir zum Beispiel keine Share-Ratio gehabt, das heisst, quasi. Man hat einfach, können alles absaugen. Und dann sind eigentlich so die Fragen an mich gekommen, warum kann jemand einfach einen Scheiß-Clip, also das heisst einfach einer ohne Arbeit dahinter, also das heisst einfach schnell mit dem Handy so machen und aufladen, warum kann der mein ganzes Archiv abladen, wo ich Hunderte von Stunden aufgebaut haben. Und dann ist eigentlich so ein bisschen
die Idee entstanden, die Diskussion, dass man eine Art ein Share-Ratio definiert. Das heisst, man pro aufgeladenen Clip kann man so viel wieder abladen, dass eigentlich der Austausch, dass es eigentlich mehr um einen Austausch geht, nicht um ein Archiv, wo man einfach alles absaugen kann. Und das war eigentlich von Anfang an auch ein bisschen der Punkt gewesen, dass eigentlich das Projekt nicht ein Shop wird, wo man einfach irgendwelche Clips kaufen kann und auch nicht einfach eine Plattform ist, wo man einfach alles gratis runterziehen kann, sondern dass es eigentlich darum geht, dass die Leute, die etwas machen, das können veröffentlichen und gleichzeitig auch wieder etwas überkommen von anderen Leuten, die auch Zeit in die Clips hineingesteckt haben. Oder? Also, dass es eigentlich einen Austausch gibt von den Leuten, die wirklich etwas gemacht haben dafür. Oder? Das war das eine. Das andere Problem, das auch immer wieder auftaucht, ist eigentlich, dass Leute Clips aufgeladen haben. Also es war eigentlich Konsequenz gewesen, zur Share-Ratio war eigentlich Konsequenz gewesen, dass die Leute quasi Clips aufladen, die sie nicht selber hergestellt haben. Und das war dann eigentlich das Nächste gewesen, wie... Wow. Wie kann man so Leute draussen behalten und wie kann man schauen, dass die Leute möglichst ihr eigenes Zeug aufladen? Also das ist so ein bisschen parallel gelaufen, oder? Die Entwicklung von der Plattform, eigentlich so die Regeln, wie tun wir das benutzen, mit aufladen, abladen, austauschen quasi. Und was auch noch nebenbei war, ist quasi die ganze Plattform entwickeln, also das heisst der ganze Code dahinter, die ganze Infrastruktur, die ich aufgebaut habe. Und das Nächste war eigentlich vor allem auch, wie kann ich sicherstellen, dass das finanziell das Projekt dass quasi die Aufwände deckt sind, die ich muss zahlen muss. Also meine Arbeit ist nicht deckt, das ist klar, aber jetzt Ich habe Servermiete, ich habe irgendwelche Lizenzen, die ich posten muss. Das sollte deckt sein. Oder? Und ich habe dann 2008, glaube ich, habe ich so einen BAK eingereicht, Bundesamt für Kultur, habe dann Geld bekommen. Mit dem Geld habe ich 3 oder 4 Jahre alles können zahlen und habe eigentlich quasi meine ganze Zeit investiert in den Aufbau der Plattform. Und nachdem das Geld dann verbraucht war, konnte ich eine Art White-Labeled-Version von dieser Plattform an einer Kunstuni in Frankreich verkaufen, was 2 Jahre gelaufen ist. Und eigentlich mit dem Erlös daraus konnte ich die Plattform wieder 4 Jahre zahlen. Oder 3 Jahre. Und jetzt 2015 haben wir probiert mit quasi Donations aus der Community. Das hat auch nicht schlecht geklappt. Wie wir es 2016 finanzieren, ist noch unklar. Mal schauen. Habe ich noch keinen Plan. Wir haben kurz zur Plattform selber. Also das ist jetzt eigentlich einfache Startseite. Wir haben eigentlich viele Clips zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen irgendwas. Es gibt. Muss ich schauen, das ist jetzt gut. So. Es gibt Möglichkeit, Playlisten zu machen. Es gibt verschiedene Kanäle, die verschieden gefüttert werden. Es gibt weitere Tools, wie ein VJ-Tool, das direkt im Browser läuft. Das ist noch Flash. Ich weiß nicht, wie lange das noch läuft, aber das haben wir damals gemacht, wo eigentlich Flash noch akzeptiert war, mehr oder weniger. Es gibt verschiedene Tools, wenn
VJ-Map, die dann entstanden ist, einfach zum einfach den Leuten, die darauf sind, ein bisschen Tools in die Hand zu geben, was sie damit machen, ist eigentlich gleich. Oder auch ein Random Zapper, wo einfach wo man kann laufen kann und dann tut es verschiedene Filme laufen lassen. Das ist jetzt leider noch, ich habe es vorher noch gemerkt, das ist noch eine alte Version vom Player. Ich habe die vergessen abzudaten. Ich glaube, das läuft nicht stabil genug. Ja, genau. Wir haben verschiedene Wettbewerbe gemacht, wo wir haben können, Goodies verteilen. Also es sind zum grössten Teil Softwarelizenzen von VJ-Tools und so weiter. Wir haben auch mal einen V4 können verlosen. Es gibt die ganze Plattform hat eine API. Die ist allerdings im Moment nicht offen, sondern mehr einfach für Leute, die ein Projekt machen wollen. Es hat jetzt allerdings noch niemand gegeben, der wirklich etwas hat wollen machen damit. Aber wer Lust hat, kann sich bei mir melden. Wir haben. Schnell schauen, ich glaube, da kann ich noch das Bild. Da so eine Rating Station mal an mehreren Festivals gehabt. Wo man einfach, es ist ein Clip gekommen, gross, und dann haben wir einfach auf einen Knopf anhauen, quasi, was wir von dem Clip halten. Genau, und dann hat es, ganz am Anfang habe ich mal so eine Portable Server gemacht, wo allerdings eine riesige Büchse war. Aber die konnte ich an Festivals mitnehmen, die keine gescheite Internetanbindung hatten. Und das hat es damals halt eigentlich recht viel gegeben. Also 2008, 2009 sind die meisten VJ-Festivals irgendwo in einer Hütte gewesen, und dort hat man halt gar nichts gehabt. Die letzten zwei Jahre ist rein auf der Entwicklungsseite eigentlich nicht mehr viel gegangen. Aus dem Grund, weil ich eigentlich einfach nicht mehr so Zeit hatte. Und das Ganze ist wirklich ein Freizeitprojekt. Das heisst, ja, wenn ich Zeit habe, mache ich etwas. Und wenn ich eine Idee habe, dann mache ich etwas. Und wenn ich keine Zeit habe, dann mache ich halt nichts dran. Jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen Zeit gehabt. Und habe einen neuen Uploader gemacht, wo man mehrere Clips aufs Mal reinschmeißen kann. Und so eigentlich so den Workflow für die VJs vereinfacht. Das gleiche auch gibt es schon mit. Keine Ahnung, was ist. Es gibt so einen. Genau, so einen der Basket, also so ein Warenkorb, wo man Clips reinschmeißen kann und dann alle aufs Mal runterziehen kann. Einfach so gewisse Sachen, um das zu vereinfachen. So ein bisschen Ausblick und, wie soll ich sagen, meine bescheidenen Ziele an die Plattform. Sicher die finanzielle Situation möchte ich irgendwie geklärt haben. Also das heisst, irgendwie vielleicht einen Sponsor finden, wo das über mehrere Jahre gerade finanziert, und dann läuft es einfach. Das Team sicher vergrößern, das ist eigentlich so ein bisschen die Hauptpriorität, einfach weil ich nicht mehr so Zeit habe. Und eine Art Community-Admin einzuführen, wo eigentlich selbstständig können, so Copyright-Verletzungen im Prinzip eigentlich bereinigen, also das heisst, die User also die User-Clips wegnehmen, so eine Art Quarantäne, die User verwarnen, die User bannen, so ein bisschen das, was halt täglich anfällt. Dann, was sicher auch spannende Ideen sind, ist eigentlich eine Art Videopong Plus Membership-Geschichte. Das ist irgendwie, sagen wir, $5 im Jahr oder ein paar wenige Dollar im Jahr, wo eigentlich so Zusatzfeatures freischaltet, die aber auch zum Teil auch halt auf Service basieren, die auch kosten. Also zum Beispiel eine Art
die Suchmaschine verbessern, oder? Die Suchmaschine, die jetzt eigentlich besteht, ist, ja, ist relativ rudimentär. Also kann einfach Fehler liegen oder da noch ein bisschen sagen, was man für Clips sucht. Aber eigentlich wäre cool, wenn man sagen, ich suche einen Clip mit, weiß nicht, Feuerwerk oder irgendwie einen Countdown für Silvester oder irgend sowas. Das ist eine mögliche Sprache, es ist eigentlich abhängig vom User, der den Clip aufladet, wenn er den Clip betitelt und beschreibt. Es gibt in dem ganzen Ding noch kein Tagging-System und so würde ich gerne einführen. Und eigentlich die ganzen 20.000 Clips, die jetzt schon oben sind, eigentlich automatisiert taggen. So auf die Grund Strukturenart, das heisst so die Farbe, ist es geometrisch, ist es etwas gefilmt, ist irgendwie nur noch glitch, keine Ahnung so. Dass man einfach schon mal ein bisschen einfacher etwas findet. Genau, und das Feature, das ich noch vergessen habe zu zeigen, das ist eigentlich recht cool, aber es benutzt es sehr wenig. Und das ist eigentlich eine Art Attachment. An den Clip zu hängen. Das ist jetzt eigentlich in den meisten Fällen sind das Quartz-Files, die mitgeshared werden. Aber es gibt zum Beispiel auch PD-Patch oder keine Ahnung, im Prinzip können wir da ganz verschiedene Patch oder Geschichten anhängen, in jegliche Source-File. Und eigentlich denke ich, wird da rein so, wie ich sehe, wie sich die VJ-Szene entwickelt, wird es da wahrscheinlich im Bereich von Shader passiert im Moment recht viel. Ich denke, das könnte noch möglicherweise ein Feature sein, das darauf aufkommt, dass man eigentlich noch Shaders kann tauschen kann. Und zwar nicht, dass man einen Clip auflässt und den Shader attached, sondern dass man den Shader direkt auflässt und eigentlich so das Ganze auch kann brauchen kann. Mal schauen, im Moment gibt es da mehrere Formate, wo so ein bisschen, das ISF ist sicher sehr spannend. Ja, ich weiß, oder als FFGL oder irgendwas so. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Und was ich auch schon lange eigentlich gerne will machen, aber auch überhaupt keine Zeit habe und ehrlich gesagt auch überhaupt keine Lust, ist das Responsive Design, wo ein überall auf allen Devices gescheit herkommt, aber HTML und CSS schießt mich so dermaßen an. Also wenn jemand Lust hat und Zeit hat, kann er sich gerne bei mir melden. Er kommt dafür irgendwie den Golden Supporter Badge über auf Videopong. ja. Das ist es eigentlich mehr oder weniger zum Videopong-Projekt selber. Angefangen 2008, ist schön gewachsen. Viele Leute, es läuft eigentlich immer etwas, es gibt immer wieder neue Clips. Also ich finde es wirklich noch cool, zum schauen, was so für Clips kommen. Oder? Also zum Beispiel jetzt, wenn wir schauen, der ist glaube gestern gekommen, da haben sie zum Beispiel recht lustig gefunden. Der hat jetzt auch noch einen Quartz-Patch dabei. Ja, irgendwas, oder? Also. Und lustigerweise sind ich würde sagen, fast die ältesten Clips aus dem Videokultur-Umkreis sind eigentlich immer noch die top-rated Clips. Also ich glaube, das ist der Timon etwas. Der ist immer noch als bestgeratete Clip und der ist irgendwie in 09 aufgeladen worden, oder? Also, finde ich eigentlich recht cool, dass so die Sachen immer noch dabei sind. Ja, Musik läuft schon bei mir. Ah, okay. Ja.
weiß nicht, habt ihr gerade noch Fragen zum oder Ideen oder Inputs oder findest du? Ja, das ist schon in sich schon, aber ich würde es gerne noch verknüpfen. Das ist so ein bisschen. Das ist eigentlich der nächste Schritt, dass Videopong selber eigentlich nur noch der Container ist von dem Footage-Material. Mhm. Also genau, das Tool, das es mal gegeben hat, allerdings war der Response so gering gewesen, dass wir es eingestampft haben. Das war eigentlich ein Desktop-Client, der die Downloads managt und eigentlich auch die eigenen Clips also die ungesharten Clips auf meiner Hardware kann taggen. Und man eigentlich durch die Tag-Suchmaschine auch die lokalen Clips wieder findet, seine eigenen Clips. Und dann kann Drag und Droppen in ein VJ-Tool. Weil das ist das, was eigentlich bei allen VJ-Tools immer noch fehlt, dass man die ganze Footage wieder gescheit findet. Das ist nach wie vor ungelöst, oder? Und irgendwie, es gibt Leute, die haben eine super Ordnung mit einer 10-fach verschachtelten Folderstruktur. Aber die Leute, die das alle nicht haben, bei denen heisst es einfach irgendwie bla 55 und bla 56 und irgendwas. Und darum haben wir mal so ein Tool gemacht, aber wir haben es da mit Adobe Bridge verglichen, aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Genau. So, widerspricht es? Es widerspricht sich eben nicht, weil durch die Premium, also sagen wir so, das ist alles noch, ich studiere da oben, wenn ich Zeit habe, aber eigentlich die Idee ist dass nicht, dass eine Premium-Mitgliedschaft quasi einen Einfluss hat auf das ganze Sharen, sondern nur Features dazu schaltet. Also im Moment ist das einzige Feature, das ich weiß, ist so ein Tag, ein Tag-System oder also eine erweiterte Suche oder eben einen zusätzlichen Value oben drauf gibt für den Benutzer. Nicht, dass er mehr kann leachen oder so, sondern dass es wirklich eigentlich oder ich habe keine Ahnung, vielleicht kommt noch irgendein Kugelschreiber über mit dem Videopunkt-Logo oder irgend so. Es ist alles möglich. Ziel wäre jetzt, dass jemand das Video aufladen und nachher weiterverarbeitet? Oder was ist für dich also das ist ja eigentlich der, also das ist ja das, was passiert. Das heisst, es gibt Leute, die laden Zeug auf und es gibt Leute, die laden Zeug ab. Und eigentlich, dass die Clips, die man abladen, landen eigentlich in der Regel irgendwo in einer VJ-Performance. Ja. Also das heisst, jetzt im konkreten Fall, du suchst irgendwie, ich habe keine Ahnung was, aber du suchst jetzt irgendwie, du brauchst irgendwie so etwas. Oder und statt dass du es selber machst, kannst du es eigentlich da abladen und tust es nachher in Performance, in deiner Performance verwenden. Oder? Das ist eigentlich, aber halt nicht, dass du in einen Shop gehst, dir den Clip kaufst und dann kannst du brauchen, sondern dass du quasi einen Clip von dir gibst und dafür kommst du Clips über. Das ist echt der Hauptgedanke. Oder? Weil Shops gibt es hunderte, wo du kannst Clips kaufen zu allen Themen. Oder? Aber die sind auch kommerziell ausgerichtet und das finde ich halt nicht spannend. Und kannst du den Remix genau.
Was man hier machen kann, ist eigentlich auch, das wird aber auch relativ selten gebraucht, dass man eigentlich einen Remix kaufen lässt. Das heisst, wenn ich den Clip brauche und irgendetwas mache, kann ich das auch wieder recorden und als Remix da eigentlich wieder einspeisen. Also das heisst, wir haben mal an einem Contest haben wir das gemacht. Jetzt muss ich gerade schon schauen. Was war das gewesen? Genau, das ist eigentlich, jetzt muss ich schon schauen, wo ist er? Das war der Ursprungsclip gewesen. Und das ist jetzt eigentlich die Remix-Kette, oder? Und dann gibt es Remix vom Remix vom Remix und so weiter. Und das ist eigentlich, ist das ganze Remix auch, hat zum Ursprung, zu der ursprünglichen Idee gehört von Videopong. Wie kann man Clips tauschen und wie kann man quasi einen Remix davon wieder veröffentlichen, oder? Und die Kette dort unten entsteht jetzt eigentlich händisch. Also in dem die einzelnen Leute sagen... Das ist ein Remix von diesem Clip. Ja, ja. Aber dann müssen sie selber eigentlich genau machen. Genau, genau. Ja, das ist aber sehr schön. Also ich meine, nur schon der erste ist dann irgendwie so, oder? Und dann gibt es. Und das ist dann der nächste Remix und so weiter, oder? Ja, ich meine, es gibt noch Features, wo. Also, genau was ich noch nicht gesagt habe, muss ich mal schauen. Der kommt, das. Gute Frage. Was war es? Also die, bei den Contest-Geschichten war es immer so, es hat eigentlich das Rating gezählt, das hat die Meinung gezählt von dem, der den Preis gestiftet hat und noch vom von Videopong jemand, also ich. Und der hat jetzt zum Beispiel so eine Resolume-Lizenz gewonnen, die doch auch irgendwie, weiß nicht, 400 Euro ist oder so. Du hast noch Fragen, sonst gebe ich gerne weiter für das nächste Projekt. Danke.